So, heute ein neues Video. Genau, heute werden wir mal ein bisschen Abwechslung schaffen. Und zwar werden wir euch zeigen, wie wir die zwei Bündel zusammenbündeln mit dem Band. Dann werden wir noch zeigen, wie wir mit der 661 zwei Bündel im Bündler aufsägen. Viel Spaß! So, jetzt werden wir mal einen Brennholzbündel noch machen oder zwei, was es halt gibt. Hier haben wir noch vom Frühling ein paar Äste da liegen. Die werden wir jetzt gleich hier in den Bündler neibündeln. Da ist das Band dazu. Genau. So, klappt es. Schlaufe nach außen. Von unten einfädeln. Zack, mit der Hand vorspannen. Hält. Mit der Ratsche. So, man könnte es mit der Ratsche schon gleich abzwicken, aber das mache ich nicht, weil dann könnt ihr sie nicht mehr nachspannen. Wenn ich das Band hier durchfädel, könnt ihr es gleich abzwicken. Aber dann könnt ihr sie nicht mehr nachspannen, weil wenn ich einmal ganz zudrücke, ist das Band ab. So. Und dann, wenn ich es ganz zuhau, fädle ich halt da nochmal ein. Oder nehme das Cuttermesser. So, ab und zu mache ich da mal einen Knopf noch nach. Es ist auch schon immer wieder mal vorgekommen, dass einer aufgeht. Das ist dann nicht so schön. Durch das, dass wir das Band eh nicht mehr ein zweites Mal verwenden, können wir das direkt zuknopfen. So, das war es eigentlich schon, zweite Seite. Schlaufe nach außen. Zack. Hier genauso. Schauen, dass es nicht verdreht ist. Schlaufe nach außen. Zack.
Am Anfang sicher gewöhnungsbedürftig, aber wenn man mal ein paar hundert Rollen zugeknotet hat, dann geht das eigentlich wie im Schlaf. So, halt. Absicken, fertig. Knopf, machen wir noch. So. So zieht es sich halt in der Regel dann immer mehr zu. Selber. Falls jetzt irgendwie was das durchrutscht, gell? Und so hält es pumpenfest. So, der Ranger darf jetzt auch noch mit aufs Bild mal. Das wäre jetzt doch fürs ATV, also für mein Quad, ein bisschen zu viel des Guten. Wir werden jetzt noch zwei Bündel Holz heimholen auf dem Hänger, auf dem PKW-Anhänger. Genau. Das machen wir mit dem Ranger.
So, das ist der Karmic. Ein 733er Karmic, das war mein voriger Bulldog. Den hat jetzt mein Firmling gekauft, der Niklas. Und der ist heute halt da und bestückt meinen Holzbündler. Genau. Holz da mal jetzt da fixieren. So. Ja. Dass sich dann nicht verklemmt und vor dem Bündler liegen bleibt. Schneiden wir die Bündel auf. Dann starten wir mal die Motorsäge. Bis gleich. So, jetzt starten wir mal die 661. Und dass die Kette auch ordentlich Öl hat, habe ich sie vorher ein bisschen mit am Sprühöl eingesprüht. Weil bei der langen Schiene, weiß nicht, ob es die Ölpumpe dann so verpackt. Und darum lassen wir sie auch gut warm laufen, dass wir wirklich ein Kettenöl in der Kette haben, bevor wir sägen.